Der Frieden unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch, liebe Geschwister. Dieses Video dient dazu da, euch einmal mein Zeugnis mitzuteilen. Ich habe keine große Möglichkeit, das irgendwie zu bearbeiten. Ich nehme es einfach alles so auf und bitte um Entschuldigung für meine Sprachfehler, die ich ab und zu machen werde. Ich bin das jüngste von 4 Kindern. Wir sind in einer kleinen Stadt aufgewachsen und meine Eltern waren und sind bis jetzt auch nicht gläubig. Ich kannte Gott nie als Kind, ich habe nie von ihm gehört, aber meine erste spürbare Begebenheit mit ihm, das war ungefähr mit 5 oder 6 Jahren. Wir hatten ein Hochbett gehabt, ich habe oben geschlafen und mein anderer Bruder unten und die anderen 2 Brüder haben sich ein anderes Zimmer geteilt. Und ja, eines Tages lag ich im Bett und ich konnte nicht schlafen und ich habe angefangen, über den Tod nachzudenken. Und ich weiß selber nicht, warum ich das gemacht habe, weil ich war ja noch sehr klein gewesen. Und ich habe mir vorgestellt, dass nach dem Tod nichts mehr kommt, dass es einfach so schwarz ist und so eine Leere. Und ja, ich habe angefangen zu weinen, mein Vater kam rein, hat mich versucht zu trösten. Und er ging dann wieder raus und hat halt gesagt, ich soll jetzt schlafen. Und er ging halt raus und seine Worte haben mich jetzt nicht getröstet, weil, ja, er hat halt Gott nicht erwähnt. Aber in diesem Moment, wo er halt rausging und ich mich wieder an mein Bett gelegt habe, da habe ich Gott einfach gespürt und er hat mir gesagt, mach dir keine Sorgen, du kannst getrost schlafen gehen, ich bin bei dir. Und ja, und so habe ich gespürt, dass es Gott einfach gibt und ich ging in mein Leben auch raus und also ich habe meine Kindheit so verbracht mit dem Bewusstsein, dass es Gott gibt und ich hab aber ihn leider nie gesucht so richtig. Also ich habe nie die Bibel gelesen, ich kannte Gott nicht. Und ja, so bin ich in die Schule gegangen und irgendwann, ja, ich habe mein Leben gelebt, sage ich jetzt mal. Ich hatte halt nicht viele Freunde gehabt und eines Tages habe ich Freunde kennengelernt und das war halt der schiefe Weg, den ich gegangen bin. Ich habe viel Mist gebaut in meinem Leben, ich habe viele Diebstähle begangen, ich habe viele Raubtaten begangen, ich habe mich den falschen Leuten angeschlossen und eines Tages war es auch so weit, ich hatte meinen Führerschein gemacht. Dann ging das richtig los. Wir sind dann jeden Tag losgefahren und haben dann irgendwelche Handyläden ausgeraubt, beziehungsweise wir sind da eingebrochen nachts in Handyläden. Und Gott sei Dank wurden wir auch erwischt. Ich kam dann in Untersuchungshaft und meine Mittäter auch. Insgesamt 11 Monate war ich in Untersuchungshaft. Ich habe auch in der Zeit gebetet. Ich hatte aber keine Bibel und ich hatte keinen Bezug zu Jesus Christus, zu unserem Herrn und zu unserem Gott. Und ich kannte ihn nicht. Aber ich habe gebetet, Gott, bitte lass mich hier rauskommen und ich werde danach Zeit mit dir verbringen. Und nach 11 Monaten kam ich dann raus auf einen Stellungsbefehl und ich musste mich dann nach 3 Monaten wieder in den offenen Vollzug stellen. Und ja, ich habe dann fast noch 2 Jahre drinne verbracht und in dieser Zeit leider habe ich Gott wieder nicht gesucht. Aber Gott sei Dank, ich kam raus und dann habe ich meine Frau kennengelernt, die schon gläubig war ein bisschen und so hat der Herr uns zusammengeführt, sodass wir zusammen die Bibel gekauft haben, gelesen haben und wir uns von neu bekennt haben. Wir sind wiedergeboren, wir haben den Herrn gefunden, wir haben den Heiligen Geist empfangen. Mittlerweile 6 Jahre her, Halleluja, ich bin dem Herrn so dankbar. Seit 6 Jahren bin ich mit dem Herrn verbunden und das ist so schön, die schönste Zeit meines Lebens. Niemand kann uns aus seiner Hand trennen, Halleluja. Eines Tages sind wir bei ihm alle Zeit. Lasst uns weiter dankbar sein. Und im Gebet bleiben und uns trösten einander.